Wir sind in der Arbeit mit Menschen mit Behinderung, zum einen im ambulant betreuten Wohnen für Menschen mit körper- und geistiger Behinderung und zum anderen im BEW, sogenannten betreuten Einzelwohnen für Menschen mit psychischen Erkrankungen. Thema Wohnungsmarkt ist ein sehr großes Thema für uns auch als Träger. Wir haben im Landkreis Fürstenfeldbruck in Gernlinden 6 trägereigene Apartments, sind natürlich voll belegt und mit Warteliste. Ansonsten melden sich Menschen bei uns auch, wo wir sagen müssen, die brauchen eine eigenständige Wohnung, die sie nicht finden. Wir tun unser Bestes, die zu unterstützen, aber auch wir finden die Wohnungen nicht. Also wir sind auch von Seiten des Trägers in Verhandlungen, im Suchen, im ständigen Suchen nach Immobilien, nach Grundstücken, um eigenständig auch zu bauen. Oder bei uns gibt es auch Tiny Häuser, sind entworfen worden vom Dominikus Ringeisenwerk, dem Träger. Interessant natürlich, der Sitz unseres Trägers ist Ursberg im Schwäbischen. Da sieht es ein bisschen anders aus. Wir müssen immer berichten hier, hallo, wir sind Oberbayern, wir sind Speckgürtel München. Da gibt es die Sozialwohnungen nicht, die wir brauchen. Das ist ein Riesenthema. Arbeit ist ein Riesenthema. Natürlich das ganze, die ganze Jobcenter-Situation an sich. Dann auch noch zusätzlich für Menschen mit Behinderung in den Arbeitsmarkt zu kommen. Wir sind oftmals mit unserer Klientel an der Schnittstelle zwischen erstem und zweitem Arbeitsmarkt, wo wir versuchen auch, was können wir denn tun, um Menschen in Arbeit zu bringen, die aufgrund welcher Beeinträchtigung auch immer den ersten Arbeitsmarkt nicht mehr schaffen. Und also ich sehe da eine Problematik, die es momentan gibt, weil wir nur auf der einen Seite die Werkstätten für Menschen mit Behinderung haben und auf der anderen Seite den ersten Arbeitsmarkt, und dazwischen fehlt diese Schnittstelle für Menschen, die ja noch teilweise arbeiten können, die mit verringerten Stunden arbeiten können, die einfach dem üblichen Leistungsdruck auf dem ersten Arbeitsmarkt nicht gewachsen sind, aber trotzdem noch einiges in Arbeit bringen möchten, auch gewillt sind zu arbeiten, hat ja auch wiederum mit dem Selbstwertgefühl zu tun. Also das ist auch so ein Themen. Bereich für sich. Ich kann den Geschichten, die ich bisher gehört habe, nur beipflichten, speziell Jobcenter, das Warten auf Bescheide, die verzögerten Bescheide, das verzögerte Fließen von Geldern, wobei ich dazu sage, dass natürlich unser Bereich mit Menschen mit geistiger Behinderung, die haben in aller Regel gesetzliche Betreuer, die das dann übernehmen. Schwieriger wird es bei dem Personenkreis mit psychischen Erkrankungen. Die lehnen in der Regel auch gesetzliche Betreuer ab, weil sie ja selber alles erledigen wollen und möchten. Aber aufgrund der psychischen Erkrankung, die natürlich auch sehr unterschiedlich sein kann. Wir wissen, wir haben jetzt gehört, wie es für uns ohne Erkrankung, jetzt nicht die körperliche Erkrankung, wie schwierig es da schon ist, diese Berge an Anträgen, diese aktenfüllenden Unterlagen zu erbringen, da dran zu bleiben. Für jemanden mit einer psychischen Erkrankung, ich nenne jetzt einfach mal Depression, stellen wir uns das vor, wie ist es für so jemanden, der diese Erkrankung bereits hat, damit klarzukommen?
Dafür sind wir natürlich mit dabei. Also das ist ja Teil unserer Aufgabe in diesem betreuten Wohnen, Menschen darin zu unterstützen und zu begleiten. Aber das, was wir an Stunden haben mit diesen Klienten, ist minimal. In aller Regel sind unsere Klienten finanziert oder unsere Leistung ist finanziert über entweder Bezirk von Oberbayern oder Jobcenter. Das sind minimale Zeiten, die wir erhalten, um diese Menschen zu begleiten. Und da gehört aber natürlich neben jetzt Antragstellung oder Verbindung mit dem Jobcenter oder was auch immer, natürlich ganz lebenspraktische, wichtige Angelegenheiten zu erfüllen. Und da reicht dann oftmals die Zeit nicht. Dann sind die Menschen wieder sehr, doch sehr auf sich selbst gestellt, um das nötige Versuchen zu erreichen, um ein menschenwürdiges Leben irgendwie noch hinzukriegen.